Ehebund wird der ewige Krieg zwischen den beiden Städten folgen, an dessen Ende der Untergang Karthago steht. Die Liebe wird von Vergil als Krankheit und Seuche beschrieben, die Leib und Seele zerstört und den Menschen zu einem Rasenden macht. Wie Gift rinnt sie durch Didos Adern und entzündet die Königin, als sie von den Schmerzen hört, von denen Aeneas, der seine Heimatstadt verloren hat, erzählt. Dido ist wund von quälendem Sehnen, sie nährt mit Herzblut die Wunde, sie wird verzehrt von heimlichem Feuer und verbringt ihre Nächte schlaflos. Nicht gönnt den Gliedern Ruhe das Sehnen. Die unter Regie der Götter herbeigeführte sinnliche Erfüllung der Liebe lässt das Feuer nur umso heller auflodern. Bis ins Mark schon brennen die Flammen. Unheilbar, das ist Vergils medizinische Diagnose. Die zerstörerische, ja tödliche, zuerst zum Wahnsinn und dann zum Selbstmord führende Liebe der Dido wird von Vergil zum einen fast medizinisch genau wie ein Wundbrand beschrieben. Zitat, unterdes frisst weiter im zarten Mark die Glut und heimlich schwärt die Wunde im Herzen. Neben die Metaphorik der Krankheit tritt die der Jagd. Dido wird mit einer tödlich vom Pfeil getroffenen Hirschkuh verglichen, der in der Flucht der Pfeil in der Flanke stecken bleibt. In ihrer ganzen unsäglichen Liebe ist Dido bei Vergil nie schuldig. Moralische Kriterien spielen keine Rolle. Man kann sogar sagen, es gibt keine moralischen Kriterien. Denn es ist der Liebesdämon, der das menschliche Herz in diesem furchtbaren Wahnsinn antreibt. Vergil schildert die sinnliche Liebeserfüllung übrigens wie dann das ganze Mittelalter nach ihm als eine eminent antigesellschaftliche Kraft.